So, hallo. Da bin ich wieder. Diesmal wieder Retro und zwar God of War und ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. ich werde jetzt einfach mal gucken. Ja, und mal schauen, was passiert. Erstmal laden. Ich musste gerade noch ewig mit dem Ton rumspielen, aber ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich sehe gerade, dass ich meine PlayStation 2 gar nicht vom Dings eingestellt habe. Datum. Da steht 3. März 2000. Also wir sind jetzt gerade in der Zukunft ein bisschen... Nein, wir sind nicht in der Zukunft. Wir sind in die Vergangenheit gereist. Ich muss mal kurz noch was gucken. Kleinen Moment, ich höre mich mal kurz stumm. Okay, so, dann geht's jetzt los, würde ich mal behaupten. Festung von Athen. Ich glaube, wir waren da kurz vor einem Boss. Ja, schauen wir mal, was passiert. Hoffentlich nichts Schlimmes. Wahrscheinlich ein Bosskampf, wenn ich da von ausgehen kann. So, ich check noch mal kurz die... Steuerung, Rolle, weil es gibt keine Kamera. R2 ist speichern. Okay, das ist ausweichen. Blocken. Was ist das? Ah, ja, die Medusa-Fähigkeit, die habe ich ja ausgewählt. Ich habe alternativ noch Poseidon, glaube ich. Joa, R2 ist auswählen und das ist angreifen. Jawohl, schön. Dann geht's los. Komm jetzt endlich mal dazu, hier weiterzuspielen. Es ist wirklich schon ein paar Tage her. Hinter der Tür ist etwas, doch sie ist verstärkt. Es muss einen anderen Weg geben, sie niederzureißen. Draufhauen? Möglicherweise nicht. Da habe ich kein Dings für. Ich würde mal tippen mit dem Pfeil drauf schießen. Der ist ja hier vorne. Ja. Jawohl. Okay, ist noch kein Boss. Sind einfach nur diese Minotaur-Hunde. Oder was auch immer. Okay. Ah, das ist nicht ausweichen, das ist... dagegen klatschen. Auch schon. Stimmt ja, ausweichen ist ja der rechte Stick. Wow, 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 wow. Schild mal. So. Der hat sich gerade selber gehauen. Ich hab keine Power mehr. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das muss ich gleich nochmal machen. Lass mich einfach da runter. Mein Gott. Oh, 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 ich bin tot. Ah, verdammt. Okay. Ja, wir machen es einfach nochmal, ne? Bin ja noch nicht so weit fortgeschritten gewesen. Kratos. Ich meine, da stehen zwei und plötzlich sind es vier. Was soll das?
Ja, okay. Kein Saft mehr. Kreis, Kreis, welcher du? Ja, cool. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. Nochmal. Höllenmacht. Hätte ich auch einfach einen Pfeil in die reinschießen sollen, ich meine. Die Option wäre da gewesen. Naja. Ich mache mir halt gern das nächste. Gottchen, komm her. Ich bin immer so irritiert vom PlayStation 2 Controller, weil der einfach so richtig klackert. Das ist man gar nicht mehr gewohnt heutzutage. Au. Au. Ach komm, jetzt aber. Ende im Gelände. Ah, ich hoffe, heute wird nicht Tag der schlechten Wortspiele. Gut, dann haben wir das geschafft. Speichern mal kurz. Dauert einen kleinen Moment. Yep. Doch, dann möchte ich speichern. Okay. Vorwärts. Ja, ist schon. Ah, ich glaube, von da kam ich. Hoch oder runter? Was ist unten? Das sieht aus, als müsste ich dahin. Aber ich gucke trotzdem mal, ob oben noch was ist. Man weiß ja nie. Aber vielleicht ist das Spiel auch einfach zu alt dafür. Nein, tatsächlich! Zwei Kisten. Wundervoll. Ja, zwei. Bin ich zwar auch voll, aber... Die roten Steinchen nehme ich natürlich gerne. Oder... Naja, es sind wahrscheinlich keine Steinchen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Mal kurz gucken. Orbs. Genau. Orbs heißen die. Ach so, ich muss hier runter. Wieder vergessen. Ah ne, ich bin ja ganz unten. Ja, mei. Gut, gut, gut. Da ist jetzt aber wirklich was Großes. Mal gucken. Das werde ich tun. Das ist meine Aufgabe. Aber erstmal gehen wir weiter. Auf der Straße nach Athen. Es klingt wie so ein Telenovela-Titel. Heilige Scheiße. Du bist aber groß.
Schön, dass man hier nochmal speichern kann. Gut. Meine Nase juckt heute ein bisschen. I'm sorry, falls ich ein bisschen viel im Gesicht rumhänge. Okay. Ich nehme mal den Weg. Der ist echt riesig. Ist das Ares? Uiuiui. Uiuiui, ich glaube, da geht's jetzt nicht weiter. Ich hab's trotzdem probiert, ja. Au. Oh. Nein, ich wollte noch die Kisten zerschlagen. Why are you doing this to me? Uiuiui. Danke dafür. Ich bin schon mal nicht mehr selber drin kommen. Ich bin immer so nett zu allen. Sterb doch einfach. Noch einer. War ja klar. Uiuiui. Das war eine Bodenwelle. Geräusche, großartig. Sehr schön, sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Boah, noch einer. Kommt die alle her? Irgendjemand hat eine Tür aufgelassen. Lass den Zorn der Götter deine Knie treiben, Kratos. Ah, gerade nicht, ist ja nur ein Gegner. So, jetzt reicht's aber, ne? Noch einer! Okay, ich mach mal eben die Kiste auf. Kommen die dauerhaft? Junge, schlag mal hier drauf. Nein, das funktioniert so nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind es einfach mehrere. Ich schlag mal ein bisschen weiter. Eieiei. Einer. Na gut, dann geht's weiter. Hi! Yes, I'm from Germany. My stream is in German also. I hope you don't mind. Jetzt kommt schon. Reicht langsam. Muss ich bestimmt irgendwas machen. Und wieder irgendein Rätsel. Ja, da kommt schon der nächste. Okay, dann gucken wir nochmal.
Was ist hier hinten noch? Nichts. Außer dieser Schalter. Wenn wir da drauf stehen. Ach verdammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der muss da drauf liegen bleiben. Oder darauf zumindest tot gehen. Ah, verdammt, das war nicht gut. It is definitely a great game, yes. Thanks for joining. I don't know what to do. Okay, jetzt liegt er drauf. Mal schauen, ob das was bringt. Kann auch nicht sein. Ich meine, ich muss das hier öffnen. Hol ich mir mal aus der Kiste. Vielleicht schlägt er hier einfach mal hier drauf. Nein, nein, drauf schlagen. Du sollst schlagen. Ja, genau, schlagen. Hat das geklappt? Das ist ja nicht geklappt. Ah, ich habe eine Idee. Ich könnte ihn versteinern da drauf. Nein, nicht runtergehen! Nein! Okay. Das versuche ich jetzt nochmal. Lass mal mal anholen. Komm her! Nur getroffen. Das hat, glaube ich, funktioniert. Oh mein Gott, endlich. Hi, schön, dass du da bist. Hab hier gerade einen lustigen Kampf gehabt. Seid ihr? Ihr seid Zivilisten, okay, euch muss ich nichts tun. Hui. Okay, was haben wir denn hier noch vor uns? Oh, habe ich jetzt aus Versehen Zivilisten getötet, das wollte ich nicht. Things happen. Damit. Alter! Ja.
Ich hasse ja die Bogenschützen in diesem Spiel. Eieiei. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich kann da reingehen. Das ist ja cool. Na, irgendwie hoch zu dir. Häuser ohne Einrichtung, ja. Andere Ehre. Komm schon. Ah, genau. Jetzt hat's geklappt. Eine Kiste. Ich liebe Kisten. Mehr Orbs. Gut. Jetzt bin ich ja mal neugierig, ob hier vorne noch irgendwo was drin war. Ja, okay. Ein bisschen Ramsch. Jawohl, eine Phönixfeder. Um die Magie zu erhöhen, sehr schön. Die springt einfach auf, aber hier ist nichts. Und sonst war hier, glaube ich, auch nicht mehr sehr viel. Oh, da sind ja noch mehr drin. Ja, ich gehe jetzt überall rein, einfach weil ich es kann. Ich war der festen Überzeugung, dass es alles nicht betretbar ist, aber das ist eine coole Edition. Oh, hab's nicht mehr gut. Oh, hier noch. Okay, weiter geht's. Da ist noch eine Kiste auf dem Dach. Gerade erst entdeckt. Hui. Jawohl. Eins brauche ich noch und dann kann ich meine Gesundheit erhöhen. Sehr schön. Geht mal weg hier. Au. Au, 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 au. Ich vergesse manchmal, dass ich eine Blockentaste habe. Aber wer blockt schon? Oh wow, kommt gleich der nächste um die Ecke. Was habe ich euch getan? Oh. Ich muss erstmal. Eieiei. So diesen Bogenschützen, der nervt. Die sind auch einfach zu intelligent. Die schießen erst, wenn ich auf einer Stelle ein bisschen ruhiger stehen bleibe. Ich glaube, ich habe den falschen Dings gedrückt. Jawohl, jetzt habe ich ihr den Kopf abgerissen. Kratos ist ja jetzt nicht so der Typ der großen Worte, ne? Hua, hua, hua.
So, gucken wir uns noch ein bisschen in Häusern um. In den Häusern, in denen interessanterweise nur Kisten versteckt sind. Oh, sogar mehrere. Aber die Orbs kann man ja echt gut gebrauchen. Hier noch was? Ah, da war ich doch gerade. Hier. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Und hier war ich auch schon. Wie auch jetzt einfach die Lichter aus sind. Oh je. Okay. Wo geht's weiter? Hier ist keine Öffnung. Drüber springen geht nicht. Aufs Dach vielleicht? Ist auch zu hoch. Hm. Mal gucken. Irgendwas übersehen habe. Das Einzige, was ich bemängel, dass man wirklich keine freie Kamera hat. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das ist ein sehr altes Spiel und das muss man dem auch einfach lassen, dass es eben nicht so, ja, ausgeklügelt war. Interessanterweise kann ich nicht von Dach zu Dach springen. Hoppala. Tatsächlich nicht. Hm. Ich bin aufgemacht. Oh, nein. Jawoll. Gesundheitsanzeige erhöht. Yes. Sehr gut. So muss das. Was haben wir noch drin? Der Phönixfeder wird immer besser. Ja gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Aber trotzdem erstmal gucken, wo es weitergeht. Hoch irgendwie? Das geht nicht. Hm? Ich meine, das Spiel ist linear. Vielleicht muss ich das auch einfach nur kaputt machen. The more you know. Sehr gut. Wahrscheinlich in die Richtung. Nee, doch nicht. Oder ist da hoch? Nee, aber ich habe da, glaube ich, gerade ein Seil gesehen. Vielleicht kann man das ja nutzen. Da. Kreis gedrückt halten, um am Seil zu schwingen. Hui! Ja, das ist doch lustig. Das ist ein schöner Glitch. Komm, Kratos, schwing dich. Schwing einfach. Ja, schön, schön. So schaukelt es sich doch gut. Leider hat es nicht geklappt. Nochmal. Ach, komm schon. Wie doll muss ich denn da schwingen? Mein Gott. So knapp.
Okay, nochmal. Ich kann natürlich auch ein Stückchen hochklettern, ist vielleicht sinnvoll. Vielleicht springt er dann ein bisschen weiter. Nee. Ist doch irgendwie physikalisch nicht möglich, ist mir gerade aufgefallen. Oh well. Muss wohl ganz unten hängen bleiben. Ach ja. Etwas höher über den Boden. Aber nicht zu hoch. Gut. Also das war meine Feststellung. Dann gehen wir ein Stückchen hoch. Aber eigentlich müsste ich ja am längsten Stück auch am weitesten kommen. Ne, es hat auch nicht geklappt. Es scheitert immer an den kleinen Dingen. Mal so. Noch höher. So hoch. So. Füße hoch. Probier noch mal. Ja, ich sehe gerade auch, dass der Schwung hier hinten rausgenommen wird. Noch höher. Kann man das hier eigentlich auch kaputt machen? Ich fühle mich gerade so, als müsste ich es kaputt machen. So. Ich war vorhin auch schon so hoch. Ah, jetzt habe ich freie Schwungbahn. Vielleicht hat das auch geholfen. Ui! Flieh, Kratos! Okay, ich versuche mal nicht ganz so hoch jetzt zu klettern. Vielleicht klappt das ja jetzt doch besser. Und Schwung! Ich hab's geschafft. Scheiße, bleibt man immer an den kleinen Sachen hängen. Kann man hier rein? Nee, leider nicht. Okay, dann laufe ich mal weiter. Ist auch nicht rein. Vorhin ging jede Tür auf und hier gar nichts mehr. Das ist hübsch animiert. Kann man Kisten kaputt machen? Ja, juhu, es hat geschafft. Es hat geschafft, ja, es hat geklappt. Was ist Deutsch? Athena Marktplatz. Wir kommen der Sache näher. Ja, rennt weg. Hui. Autsch. Zu weit weg. Vielleicht sollte ich auch weg ausweichen und nicht auf ihn drauf. Oh Leute, geht mal weg. Oh, nicht den Zivilisten, Kratos. I bet your mom told you better. Alter Schöne. Das einzig Gute ist, die geben mir HP, wenn ich sie brauche. Alter. Nicht schon wieder! Das habe ich auch mit Absicht so gemacht, dass die hier im Weg rumlaufen. Autsch. Autsch.
Jetzt aber. Komm schon. Ah, dann kommt gleich der nächste, natürlich. Oh, zwei. Ja, ist mir jetzt auch egal mit den Zivilisten. Ich bin Kratos, ich darf das. Aua. Ich habe nicht genug Mana. Ich würde gerne den Blitz benutzen. Die Vibrationsfunktion des Controllers geht gerade voll ab. Wir müssen uns langsam beim Ausweichen. Na komm schon! Ach. Mach ich denn? Wo kommen die ganzen Leute her? Aua. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Typen getötet anstatt den Troll. Oh Mann. Nervt auch nur geringfügig, dass sie sich immer wieder erholen. Au. Boah, geht doch. Gott sei Dank. Ein Erlebnis. Oh, machen wir noch ein paar Kisten kaputt. Und öffnen ein paar Truhen. Mal gucken, ob ich gleich schon was upgraden kann. Haben wir jetzt ein paar Orbs gesammelt. Autsch. Oh, ich habe mir gerade die Hand auf den Tisch angeschlagen. Autsch. Ach, ich hätte ja die göttliche Kraft nutzen können. Naja, du Moino. Nächstes Mal. Okay, gucken wir mal kurz. Chaosklinge Stufe 2. Nächste Verbesserung, größerer Schaden und neue Angriffe. Okay, was habe ich noch? Poseidons Zorn Stufe 1. Oder Blick der Medusa. Die anderen habe ich ja noch nicht. Sie brauchen 3000 Orbs. Ja, im Prinzip kann ich beides leveln. Ja, machen wir mal. Glaube ich. Müsste reichen. Reicht nicht. Reicht nur für eins. Das ist okay. Das mag ich eh ein bisschen lieber. Größeres Schadensfeld, mehr Kraft. Plus Kreis schnell drücken. Okay. Oh ja, jetzt geht es ab. Aber ich habe nicht genug Mana, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht machen. Sobald sich die Möglichkeit ergibt, geht's los. Komm mir nicht so nahe. Tu dies. Oh. Glaube, ich bin gerade nicht mehr in der Kamera gewesen. Sorry. Ist nicht so wichtig, ist nur mein Gesicht. Was ist denn hier passiert? Hübsch hier drin. Ist kaputt machen, ja. Jede Möglichkeit von Orbs nutzen. Warum hat die Angst vor mir? Tu dir nichts, ich rette dich. Oder so.
Wie sind die jetzt da rübergekommen? Ja, einen guten Sprung drauf, ne? Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten, Monster. Oh mein Gott. Hinfort! Geh weg von mir! Hinfort! Nein, entrüstet der Gesichtsausdruck auch einfach. Ich kenne deine Taten. Ja. Bleib weg! War ja klar, dass sie jetzt da runterfällt. Wer hätte es gedacht? Tod. Sie glitzert. Tja, Kratos. Was machen wir jetzt? Wir speichern erstmal. Jo. Schön. Oh, hier haben wir wieder eine Kiste. Sehr schön. Oh, noch zwei. Dann wird meine Magie aufgepumpt. Da geht's nicht lang. Dann gehen wir hier lang. Die Luke ist verschlossen. Die Luke ist immer noch verschlossen. Ja, was können wir denn da machen? Irgendeinen Mechanismus betätigen. Schätze ich. Da kommt man hier irgendwo rein. So geht's auch. Dann nehmen wir erstmal das an mich. Ja, das ist natürlich ein Schlüssel. Wer hätte es gedacht? Schlüssel aus ihrer Tasche nehmen. Ja. Sie nehmen den Schlüssel. Ja, immer wieder schön, wenn man in diesem Videospiel gesiezt wird. In diesem Videospiel. Hoppla. Natürlich. Plötzlich Gegner. Ach komm, ich nutze jetzt mal das. Find's cool, wenn er diese Kraft der Götter hat, dann einfach. Okay. Dass er dann diesen Kampf und diesen spartanischen Helm hat, das finde ich richtig cool. Zerstören Sie magische Schilde mit der Feder des Prometheus. Viereck, Viereck, Dreieck. Eins, zwei, Dreieck. Das hat nicht geklappt. Oh, ja. Ach, das ist der Move, den ich eigentlich schon die ganze Zeit nebenbei mache. Das ist ein gute Kombi. Und jetzt bleib liegen! Möchtest du diese Kiste nicht öffnen? Doch. Jawohl. Geht direkt schön weiter mit den Gorgonenaugen. Hey. Das haben die gehört, dass ich denen ihre Augen klaue. No, 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 no. No, 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 no. Ich muss sagen, immer wenn ich gegen eine Gorgone kämpfe, muss ich an Assassin's Creed Odyssey denken. Wo man auch einen Kampf gegen Medusa haben kann. Und ich war ständig Stein bei den ersten Versuchen. Es ist... schrecklich. Aber irgendwann habe ich es geschafft. Na klar.
Irgendwann. Ich bin gerade ein bisschen salty, dass ich die Healing-Kiste schon aufgemacht habe. Oh wait, die geht auf? Die Tür? Wegen des Schlüssels aber. Ja, egal, jetzt bin ich ja hier. Autsch. Nee. Oh, stimmt, das ging hier auch. Sehr cool. Ich wollte eigentlich das da drücken. Schön. Schöner Angriff. Noch irgendwas Tolles hier? Noch ein Gegner. Ja, okay. Au. Jetzt gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ah, sehr schön. Eine Kiste mit vielen schönen Sachen. Magie voll. Heilung nicht wirklich. Aber das reicht erstmal. Vielleicht habe ich die Tür auch mit dem Schlüssel geöffnet. Ich weiß es gerade nicht. Aua. Die Bogenschützen hier. Die sind nicht stark, aber nervig. So. Und wir speichern. Notorischer Speicherer. Jetzt müsste ich da ja reinkommen. Möchten Sie den Schlüssel benutzen? Ich denke ja. Das haben wir geschafft. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Tor. Da kann ich ja hier nochmal speichern. Muss ich im Zweifelsfall nicht nochmal die Luke öffnen. Alright, let's go. Musik ist so episch. Finde die richtig gut. Hoppla. Ich glaube, ihr seid tot. Was war das denn? Ich wollte ihm gerade ein Kompliment machen, dass sich das Gewichteheben gelohnt hat, aber irgendwie... Ja, geht doch. Die Dächer von Athen. Sieht zwar nicht so unbedingt wie Dächer aus, aber nehmen wir zu sagen. Muss ich denn hin? Dieser eine Pott, den man nicht kaputt machen kann. Was soll das? Nicht lang? Ah ja. Klettern. Oh, ich schaff das schon. Linken Analogstick zurückziehen und XX Drehsprung rückwärts. Achso, ich muss auf die andere Seite sehen. Ah, schön. Wir kommen dem Unheil näher. Ja, Mana ist noch voll, aber ist egal. Bin ich noch ein bisschen Kram kaputt? Oh, eine Szene.
Dich esse ich zum Frühstück. Oh, ist ja gemein. Durch den Boden gehen. Mies. Aua, aua, aua. Oh Mann! Na, oh, noch normale Viecher hier. Oh, der nicht. Ah, shit. Nicht. Nicht so einfach. Das ist eine Heilkiste, aber ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, verdammt. Das war zu knapp. Okay. Nochmal. Ich lasse die Mana-Kiste das mal zu und gehe rein. Nein, nein, nicht von allen Seiten. Das ist gemein. Don't gang up on me. Okay. Gut. Ah, shit. Nicht aufgepasst. Wild. So, jetzt du. Und du. Ja, wir sehen. Oh. Komm, ja? Nee, ja, nicht so los. Ist aber blöd, jetzt komme ich auch nicht mehr an die Mana-Kiste ran. Mann! Okay, erstmal. Bisschen Heilung. Nicht mehr solche Küchen. Wow. Stop doing it. Oh mein Gott, was kommt denn da an? Ah, Hilfe. Fuck.
sterb doch einfach mal. Ich hasse solche Ads. Die gehen einfach nicht gut. Und kaum tötet man einen, kommt direkt der nächste. Hab's schon verstanden. Wow, ich habe aus Versehen das Spiel rausgeholt. Geh gleich weiter. So ist das, wenn man analog spielt. Okay, weiter geht's. Aber ich bin sowieso gestorben. Oh, Mensch. Okay. Nochmal, dann gebe ich mal meine Magie nicht direkt hier aus, sondern spare die auf bis zu dem fetten Troll da oben. So. Ich wette, man kann das auch gut blocken, was die machen, aber ich bin mehr so der Ausweichtyp. So. Man lernt ja dazu. Denke ich. Kurz die Heilkiste. Oh, da ist noch ein Spawn. Zwei, okay. Puh. Das kriegen wir schon hin. Kann ich noch Orbs ausgeben oder so? Ja, das ist nicht genug, glaube ich. Ich einfach mal ein paar hier in meine Schwertchen rein. Das finde ich nicht schlecht. Okay. Ah, verdammt. Quicktime-Event verkackt. Autschi. Nochmal. Oh Gott. Langsam. Sehr schön. Und direkt der nächste. Was ist das denn? Wenn die Gegner nicht untereinander zufällig Friendly Fire, das wäre so schön. Okay, noch eine. Kommt noch eine? Oder waren es die zwei? Wow. Ich hab schon wieder die Disc rausgeholt.
Ich muss auch sagen, die PlayStation steht hier unterm Tisch etwas schlecht. Was für ein Chaos-Stream. So. Ich lebe noch, Gott sei Dank. Kein weiterer Troll, das ist schon mal gut. Wenn man sie mal hat, geht's. Ah, shit. Oh nein, 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 nein. Jetzt muss ich es noch mal machen. Das lief doch gerade so gut, ne? Von so einem blöden Ad getötet. So. Gucken, ob ich es blocken kann. Tatsache, ist gut. Aber so. In dem Moment, in dem sie mich haben, ist es immer schlecht. Wir machen ja auch noch andere Moves. Ich glaube, die Ausweichtaktik ist schon nicht schlecht. Was ist denn jetzt los, gerade ein bisschen zu langsam beim Blocken. Das nervt mich. Der hätte ein Symbol gehabt. Egal. So, bevor der Spawn schnell die Heilkiste holen. Kann nur besser werden. Man wird zurückgesetzt und hat dann nur noch die Gegner? Oder kommt. Ne, der kommt noch. Okay, schade. Ich dachte irgendwie, das Spiel wäre gnädig, aber was habe ich erwartet?
Komm schon, Kratos, komm schon. Hör den dran. Oh Mann. Okay, ich habe ihn so kaputt gemacht. Auch in Ordnung. Ich will eigentlich unbedingt zur Heilkiste, aber die kriegen nicht so schnell. Mega! Jetzt nur noch dieses komische Vieh. Boah, Alter. Ja, ich habe die grüne Truhe gesehen, aber... Das war mir einfach zu rasant gerade. So, jetzt sind unten die Türen wieder aufgegangen, aber ist hier noch irgendwas? Nee, oder? Ja, vielleicht doch. Jawohl. Eine Phönixfeder, perfekt. Ganz viele Orbs. Andere Seite, da ist nix. Ja, dann gehen wir wieder runter. Wow. So, kann ich mir die Mana-Kiste eben noch holen? Zumindest müsste mein Kontrollpunkt jetzt ja auch woanders sein, für den Fall der Fälle. Oh, da ist auch noch was. Sehr schön. Noch ein Auge. Kann man das hier auch kaputt machen? Okay, nur bedingt. Gut, dann gehen wir weiter. Los, weg hier! Die Stadtreinigung ist wann? Die lernen auch nie dazu. Das könnte der richtige Weg sein. Ich gehe aber trotzdem erstmal in die andere Richtung. Kennt man ja bei so Entscheidungsspielen. Ja, das hat sich jetzt auch gelohnt. Hier ist eine Kiste. Wenn man nicht weiß, was der richtige Weg ist und dann geht man irgendeinen zwar erstmal, aber dann war es doch der richtige. Heilkiste brauche ich nicht, aber ich glaube, ich komme hier nicht mehr hoch. Nehmen wir einfach mal mit. So, kann ich meine Schwerterchen schon weiter leveln? Nee, das reicht leider noch nicht. Noch ein paar. Aber gut dabei. Immer dieses Gefühl von, ich muss die Kamera drehen, aber es geht ja nicht. Don't shoot me. What you doing? Aua. Boah, nicht schon wieder solche. Richtig nervig. Ich habe einen Weg bereitet. Wo geht's denn weiter? Ja, wahrscheinlich über diese Dinger. Wow! Glorreich in den Abgrund gesprungen. Jetzt halt dich halt fest, Kratos. Was ist los? Falscher Winkel? Jetzt. Was ist nicht?
So. Hep, hep. Ist oben noch was? Nee. Dann hep, hep. Boah, knappe Kiste hier. Eine Partykiste. Guck mal her. Oh, da oben sind Gegner. Ich geh erstmal hier rein. Da ist ein Speicherpunkt. Speicherpunkt, guter Punkt. Aber erstmal alles kaputt machen. Ich möchte speichern. Ah, wow. Dann gehen wir mal weiter hoch. Oh ja. Die hatten wir lange nicht. Ups. Bin ich aufgepasst. Huch! Einfach wieder ins Loch gefallen. Aber schön, dass sie geduldig auf mich warten. Und nicht einfach so berserkermäßig um sich rumschlagen. Lass den Zorn der Götter deine Klinge treiben, Kratos. Ja, mach ich später wieder. Mir nutzt das gerade nicht. Schön, dass man das immer angesagt bekommt. Um Federvieh. Ledervieh, nicht Federvieh. Aua! Ich habe ihn doch schon gegriffen gehabt. Blödes Spiel. So, die werden alle erledigt. Ach, da ist noch ein. Okay, Moment. Erst Gegner, dann Kiste. Man weiß ja nie, was hier so auftaucht. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, geht's hier? Also hier ist ein Seil. Hier ist noch so eine Fledermaus. Da kann ich rüberspringen, aber vom anderen Dach war noch eine Leiter. Dann gehen wir erstmal dahin. Da noch was Feines zu finden ist. Eine Truhe. Sehr schön. Wenn ich sie brauche, sind sie nie da. Aber wenn ich sie nicht brauche, kommen sie im Überfluss, die Truhen mit Mana und Lebenspunkten. Aber hey. Ich lasse die jetzt mal kurz gehen. Oh, man kann ja hier die Wand wegreißen. Auch nicht schlecht. Komm nicht mal her! Hau ab! Und tschüss. Okay, das hier lässt sich auch einreißen.
Sieht aus, als geht's hier weiter. Also da vorne war definitiv noch ein Seil. Könnte ja ein bisschen... Oh. Hihi. Boah, so viele. So viele Truhen, ich kann sie... Was war das denn? Oh, glorios, einfach auf dem Dach gesprungen. Und kein weiterer Kontrollpunkt. Na gut, dann tun wir halt das ja nochmal. Ja, ich wollte eigentlich den, aber ist auch okay. Lass den Zaun der Götter deine Knie treiben, Kratos. Natürlich auch gleich noch mal kurz runtergehen und speichern. Das ist ja eigentlich gar nicht so dumm, wenn man hier alles geklärt hat. Ich gehe jetzt mal hier rauf. Ich wollte mir einfach. Wahrscheinlich Harpien, ne? Ja, ich sollte mal nachgedacht. So wie die schreien zumindest. Ja, definitiv Harpien. Jetzt stirb halt. Nervensäge. Okay, erstmal hier rüber. Das hat nicht geklappt. So. Ach ja, da kommen wir noch rein. Ich habe die ganze Zeit versucht zu greifen, es klappt nicht. Okay. Es dürften erstmal alle Gegner gewesen sein. Dann gehe ich jetzt mal kurz runter und... Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Oh. Weil es so schön war. Man kann ja nur, weiß ich nicht, klüger werden. Ich wollte wirklich nur speichern.
Aber vielleicht speichere ich einfach gleich schon mal. Wenn ich das Dach hier fertig habe. Ich muss sagen, die eigene Dummheit bringt mich heute nicht so weit. Aber wie sagt man, Dinge passieren, ne? Halt nicht. Noch mehr? Ja, du willst, dass ich hier rüberkomme, ne? Ist klar. So. Das war das. Einmal hier hoch. Da ist noch ein. Ich gehe jetzt speichern. Falls ich wieder vom Dach fallen sollte. Vom Dach fallen, aka ich springe in eine ungünstige Richtung. Wie das halt so ist. Aber echt gerne den Kram da drüben haben, aber die Gegner sind mies. Das war knapp. Wie hab hier gefolgt, ey. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gar nicht, ob es überhaupt geht. Mit denen auf dem Dach. Ja, okay, vielleicht muss ich von woanders kommen. Aua. Stop that. Hier haben wir ja auch noch eine Wechseltruhe. So, jetzt noch mal zu dir. Mit deinem Kumpel, der gleich noch aus dem Boden kommt. Freund. Ist auch noch dran? Au. Das war so nicht geplant. Okay. Hier noch was. Nein!
Aber ich habe ja gespeichert vorhin. Ich könnte nämlich schwören, dass man da irgendwie noch auf eine andere Seite kommt. Schauen wir nochmal. Vielleicht sieht es aber auch einfach nur so aus. Noch mal trauen sollte, zurück zu hopsen. Versuch's mal. Oh, ich hab's geschafft. Gut, dann kann ich jetzt nämlich noch mal speichern. This game, I swear. Yep. So. Ich hätte echt gern diese ganzen roten Truhen. Ich meine, wie viele Orbs sind das? Viele. Wie viel habe ich eigentlich? 243. Das ist noch ein bisschen wenig. Aber ich schmeiß schon mal hier rein. Damit es nicht doch aus Versehen für was anderes ausgebe. Tatsächlich ist da eine Truhe. Hey. Ein Gorgonenauge. Wundervoll. Komme ich auch wieder hoch? Oh ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Da ist auch ein Vorsprung. Ich traue mich nicht so ganz, mich da runterfallen zu. Ja, genau deswegen. Okay. Hol mir noch diese Truhe und dann gehe ich weiter. Idee, vielleicht kann man die Gegner auf der anderen Seite bei den vielen Kisten ja versteinern. Ja, jetzt bin ich wieder mutig. Nochmal speichern. Geht ja schnell, geht ja schnell. Ich versuche das einfach mal. Ich bin mega krass überbelichtet. Eieiei. So, ein bisschen besser. Mit den Lichteinstellungen bin ich immer noch so ein bisschen feind. Jetzt kommt noch dazu, dass es auch noch, müsste ich mal fallen. Tagsüber natürlich länger hell ist und dadurch ist die Lichtsituation noch beschissen. Also ich habe nichts gegen Natural Light, das ist sehr schön, aber ja. Nee, das. Ich glaube, die Reichweite reicht einfach nicht. Nee, reicht nicht. Schade. Ich, falsche Taste. Ich lade nochmal, damit ich wieder voll bin.
und dann geht's weiter. Genug auf den Dächern rumgeturnt. So, nochmal. Nochmal runter. Nee, okay. So eine große Fläche und dann stehen da nicht mal irgendwelche Kisten zum Zerdeppern, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, da liegt was. Du, ich muss hier rüber. Löse den Hebel und senke die Brücke. Du. Nein, nein, die kriegen mich nicht. Ich lasse sie nicht rüber. Diese Monster, sie werden mich zerreißen. Feigling. Tja. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Hier zum Beispiel. Oh wait, hier war ich doch vorhin erst. Ah, Shortcut, alles klar. Wie kriegen wir das denn hin? Nicht hier. Du! Ich muss hier rüber! Löse den Hebel und sag dir noch was gleich. Nein, nein, die kriegen mich nicht. Ich lasse sie nicht rüber. Diese Monster, sie werden mich zerreißen. Ich hab sie alle getötet. Feigling. Hab keine Angst. Ich springe in den Tod für dich. na gut, dann gucken wir mal. Ah. Jetzt habe ich hier aber schon einen sehr hohen Death-Counter. Dabei habe ich noch nicht mal viel gemacht. Ich werde irgendwas kaputt machen. Nee. Lassen wir das nochmal runter. Und hier oben war ja, glaube ich, auch nichts weiter. Und sonst nichts, nein. Vielleicht muss ich ja auf die andere Seite. Also hierhin. Irgendwie erschließt sich mir das nicht. Für mich sieht das eher aus wie eine Bonusecke. Ob mein Blitz bis dahin reicht? Versuchen wir es wieder. Leider nicht. Und wieder in den Tod gesprungen. Interessant. Wie geht's hier weiter? Da komme ich nicht hoch.
Wieso kann Kratos nicht so weit springen? Was soll das? Mein Zack, tot. Ja, gut, dass der Kontrollpunkt direkt hier vor der Tür ist. Und hier war nichts. Kann ich ihn versteinern? Du! Ich muss hier rüber! Löse den Hebel und senke die Brücke! Ja. Nochmal. Nein, die kriegen mich nicht! Ich lasse sie nicht rüber! Diese Monster! Sie werden mich zerreißen! Feigling! Nee, das ist viel zu weit weg. Und warum sollte ich ihn versteinern? Das ist ja... bringt ja auch nichts. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Da echt ein bisschen Lust. Ist hier irgendwo lang? Und hier komme ich nur zurück. Ob hier noch irgendwas ist, wenn ich mich fallen lasse? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, ich sterbe wieder. Ja. Yeah. Zack und tot. Blitz. Nope. Hier geht's auch nicht weiter. Ich meine, man könnte meinen, es gibt viele Wege, aber nicht genug. Vielleicht muss ich auch erstmal zurück, ich weiß es nicht. Die Kiste da jetzt eigentlich schon aufgemacht? Na, das Mana wiederholen. Okay. Ich geh noch mal runter. Oha! Bei meinem Gegner. Hatte also eine Bewandtnis, dass ich einen Weg zurück hatte. Vier von denen sind echt nervig. Aua! Scheiße. Die machen mich fertig, ey. Oh, hätte ich mir mal die Truhe oben aufgehoben, ey. Oh. Okay. Let's try again. Oh, falsche Richtung ausgewichen.
könnte auch einfach rausgehen. Aber wo wäre da denn der Spaß? Der Spaß am Sterben. Ich habe ja. Let's go. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das zu benutzen. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Kratos sei Dank. So, okay. Na, schauen wir mal, wo es hier noch lang geht. Also nicht, wo es lang geht. Ich meine, von da komme ich ja, aber was da noch so auf mich wartet. Vielleicht kann ich ja jetzt hier lang. Da sind die Typen auf dem Dach. Kann ich hier rüber? Tatsache. Ah. Interesting. Ah. Eigentlich nicht drücken. Und Schuss. Wenn ich wüsste, wo ich das hinschieben soll, wäre es ein bisschen einfacher. Ich lasse es erstmal stehen und gucke, was hier noch passiert. Mhm. Kann man was drücken? Erstmal Töpfe kaputt machen. Bitte, da geht's weiter. Ich mache erstmal die anderen Türen auf. Bisschen Kram zum Zerdeppern drin. Eine verstärkte Tür. Sie spüren eine mächtige und doch gute Präsenz auf der anderen Seite. Mächtig und gut. Ein gut gesinnter Gott. Das wäre doch schön. Oh ja. Gib mir grün. Okay. Ein Hebel. Oh, wow. Okay. Nimm das. Das macht Spaß mit dem Blitz. Das ist so cool. Aber noch zwei Ladungen momentan leider schon leer. Ups. Holt immer noch den falschen Raum. Nicht so gut. Jawohl. Oh, noch ein. Zwei. Drei. Oh Gott, so viele. Aus welchen Löchern kommt ihr alle? Warum ist Ares so? Vielleicht hätte ich hier einfach diese Balliste
dieses Fallding hinstellen können und dann hätte das vielleicht auch funktioniert. Aber egal. Wir ziehen jetzt am Hebel. Es ist eine Leiter. Fantastisch. Ein kaputter Hebel, er ist nutzlos und öffnete einst die Tür am Raumende. Ja, zumindest wissen wir, dass er das gemacht hat. Sonst ist hier nichts, einfach nur ein Bonusraum. Okay. Die geht nicht auf, alles klar. Denke ich mal. Nee, man hat nicht mal eine Schlaganimation auf der Tür. Außer ich könnte hier natürlich einen Fall drauf schießen. Vielleicht geht das ja. Mal ausprobieren. Topf zum kaputt machen. Wobei das in die falsche Richtung guckt. Man kann das glaube ich nicht drehen. Schicken wir das dann mal hin. Mal mitnehmen. Ich habe eine neue Waffe. Also da komme ich noch nicht rein. Da oben stehen noch diese... Man sieht's. Und hier ist nichts weiter gewesen. Mal kurz speichern. Dass der Typ auch einfach nicht die Brücke runterlässt. Das glaubt er eigentlich, wer er ist. Damit irgendwas bewerkstelligen kann. Nee, man kann das nur nach links und rechts schieben. Ich meine, hinten ist ja... Ich ziele einfach mal auf irgendwas. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich nichts. Nein, weil hier nichts ist. Dann gucke ich mal in dem Raum, ob da irgendwo eine brüchige Wand ist. Kann man da irgendwo dagegen schießen? Schieben lässt es sich hier. Ich muss mal eben das Licht runterdrehen, ich sehe aus wie ein Geist. Besser. Kaum wird es dunkel, ist die Lampe zu hell. Also, war das jetzt einfach nur so ein generelles Tutorial oder ist hier irgendwas? Ne, Moment, das funktioniert so nicht. Ne, hier ist gar kein Platz. Ich schieb mal weiter. Vielleicht da vorne. Vorne sieht aus wie eine Wand. Eine einreißbare Wand. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Nee, nix. Schieben wir es mal hier rein. Ich probiere ja alles aus. Man hier was draufstellen kann? Vielleicht dreht sich's dann. Weil ich möchte mal meinen, man könnte bestimmt auf die Tür schießen.
Eine gute Feststellung. Aber es dreht sich nur in zwei Richtungen. Das ist schlecht. Da muss ich das ein bisschen jetzt koordinieren. Also einmal runterschieben. Nochmal umdrehen. Was für ein lustiges Rätsel. Und nochmal drehen. Perfekt. Jetzt können wir mal gucken, ob wir die Tür klein kriegen. Huch. Hat funktioniert. Dann geht's jetzt weiter. Mal gucken. Bis zum nächsten Speicherpunkt mache ich auf jeden Fall noch. Ich muss mir echt diesen Soundtrack irgendwie holen. Der ist richtig gut. Oh, oh, da ist was Besonderes. Ein Blitz. Kommt bestimmt gleich ein paar Gegner, wenn ich das Ding aufsammle. Ist da noch irgendwas? Nee. Let's go. Gott sei es. Kratos, je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Ah, Zorn des Zeus. Ja, jetzt geht's richtig los. Wählen Sie den Zorn des Zeus mit der Richtungstaste unten, mit L2 den Angriff aktivieren. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Danke. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Das werde ich tun. Schön, jetzt habe ich schon drei Götterkräfte. Fehlt nur noch eine. Huch. Boah, wenn die Kamera plötzlich switcht, ist immer so. Ach, das war die Tür. Fein. Mit Zorn des Zeus alle Feinde töten. Zur Auswahl Richtungstaste unten zum Zielen L2 drücken. L2 gedrückt halten, um Zorn des Zeus zu zielen und dabei Viereck drücken zum Feuern. Finde ich schön, dass es so viele Tutorials gibt. Sehr nice. Dann kann ich ja nochmal aufs Dach zurück und jetzt versuchen, diese anderen Hansis da platt zu machen. Erstmal speichern. Aber wie gesagt, ich gehe auf jeden Fall noch zum nächsten Speicherpunkt, bevor ich den Stream beende. Also noch bin ich da. Ja, gucken wir nochmal. Ah, sehr schön. Ha, hat genau gereicht. Jetzt kann ich die Kisten endlich looten. Wundervoll. Das ist ein cooler Angriff, der gefällt mir.
So. Jetzt nur noch unbeschadet wieder zurückkommen. Okay, das hat geklappt. Nice. Okay, jetzt habe ich aber genug Orbs, oder? Ja, noch gut. Nee, ich habe aber auch gerade nicht auf die Zeit geachtet. Ich glaube, ich hatte irgendwas mit 800. Okay, dann können wir jetzt durch die Tür gehen, die endlich frei ist. Tor, ist keine Tür. Diesen kleinen Töpfe nicht kaputt gehen, das... Oh, der ist kaputt gegangen. Die sind zu massiv für meine... Wärter. Yes. Jawohl. Magieanzeige erhöht. Das ist doch schön. Da freut man sich doch. Und das? Ist das ein Auge? Jawohl. Das nehmen wir auch mit, auch wenn wir es nicht brauchen. Aber hier geht's nicht weiter, so wie es ausschaut. Ja, wo muss ich denn dann hin? Von da komme ich. Vielleicht nochmal zu dem Typen oben, der... mir die Brücke nicht runterlassen wollte. Vielleicht kann ich ihn ja mit einem Blitz abschießen. Warum sollte ich das tun? Aber man weiß ja nie. Gehen wir mal hin. Cool. Ach, der hat das nur festgehalten. Naja, dann ist ja alles gut. Perfekt. Was hat er jetzt davon, dass er mich nicht einfach rübergelassen hat? Sache, die gehen doch kaputt, aber die sind sehr robust. Jawohl, geht direkt weiter mit den Phönixfedern, das finde ich gut. Und nochmal 6 Gorgonenaugen. Oh, das ist doch eine schöne Health Bar. Ja, die gefällt mir. Nicht mehr so kurz. Sehr schön. Oh ja, können wir gleich wieder richtig im Viecher nehmen. Ah. Oh.
Ich versuche es jetzt mal vermehrt mit Blocken, aber sonst einfach. Können jetzt auch gern wieder andere Gegner kommen, die nicht unter der Erde rumkriechen. Voll nervig. Mach alles kaputt. Knöpfchen drücken. Ein Fahrstuhl! Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Irgendwo im Keller. Ah ne, einfach nur ein Stückchen weiter unten. Okay. Nochmal finden. Ich habe dich doch gerade schon gefunden. Okay, da sind wir wieder am Marktplatz. Oh, da ist jetzt eine Leiter. Das ist aber nett. Huch. Nein. Boah, ist ein Schlachtfeld. Okay, nochmal. Hoch, 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 ja. Gut, und hier ist der Speicherpunkt. So, wir sind ja schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ja, es wurden Bubis erwähnt. Das Orakel hat Bubis, weil sie nur einen durchsichtigen Schleier trägt. Okay, aber... Mir tut der Daumen weh beim Angreifen. Das ist mit dem PlayStation 2 Controller. Ich kann das antike Gerät ja mal zeigen. Sehr antik. Funktioniert aber noch einwandfrei. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Aber wir sind ein Stück weitergekommen. Und beim nächsten Mal dann an dieser Stelle direkt weiter. Ne? Nächsten Montag wieder. Retro-Stream. Erstmal God of War weiter, weil God of War macht mega viel Spaß. Ist wirklich, wirklich cooles Spiel, auch wenn ich manchmal verzweifle. Aber das ist keine wirkliche Verzweiflung. Es ist einfach nur mein Inneres, das ich nach außen lebe. Also freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und danke auch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Freut mich immer wieder aufs Neue. Und bis zum nächsten Mal dann. Ja. Tschüssi! Man sieht, man hat nicht. Da, da, tschüss! Ja, das freut mich. Tschüss!